So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen Minecraft-Video, würde ich sagen. Weil viele Abonnenten von mir reingeschrieben haben, macht doch mal ein richtiges Vorstellvideo von meinem Server. Ja Leute, das mache ich. Wie aktuell ihr wisst, bin ich auf den Infinity Craft Server. Ich gehe auch alle Einzelheiten, sag ich mal, gehe ich durch mit euch und erkläre euch nochmal alles, wo ihr alles herkriegen könnt und wie ihr alles bekommt. Aber ich bin jetzt gerade immer auf den GS. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr raufkommt auf den Server, das ist ja natürlich ein CityBitch-Server, wisst ihr ja Bescheid. Steht auch drauf, eben halt Infoshop, dann haben wir hier CityBuild. Steht groß und dick, Gamezone natürlich, das ist ein Shop, da kommen wir aber gleich zu. Es ist ein CityBitch-Server in Überleben. Ich baue auch, wie gesagt, die ganze Zeit Farmwelten, bin immer am Aufbessern und guck, dass alles gut läuft und falls da irgendwelche Fehler sind, wie gesagt, auch melden, dann werde ich die Fehler beheben oder verbessern, dass da keine Fehler mehr sind, natürlich. Und jetzt sind wir aktuell, ihr seid hier am Spawn und wenn ihr auf den Spawn kommt, ist klar, CityBuild Server, haben wir hier die Regeln, die werden wir noch besser, ja, werde ich noch besser beschreiben, weil mir da ein paar Fehler reingekommen sind, du bist ein Weg, das sind. die werde ich noch besser, ja, wie gesagt, beschreiben. Und wenn ihr auf den Server kommt, kriegt ihr auf dem CityBuild Server natürlich ein Starter-Kit. Das ist dieses lilane Haus. Da ist natürlich das Starter-Kit drin. Steht auch hier vorne, glaube ich, mal drauf. Ja, Starter-Kit. Also Kits, das steht auch nochmal da. Und wenn ihr hier rumgeht, natürlich Endertruhen für euch, falls ihr mal irgendwas länger spielt und gut wertvolle Sachen habt, könnt ihr die da gut abspeichern. Wenn ihr darüber geht, taucht hier ein Starter-Kit auf. Ich habe auch eins so in der Hand, kann ich euch gerne mal zeigen. Dann seht ihr eben halt, was da alles drin ist. Steinspitzhacke, eine kleine Rüstung ohne Helm zwar, aber ein Bett. Natürlich, was ihr braucht. Und wenn ihr oben hier hingeht, nach oben habt ihr hier nochmal so eine kleine Tafel, wer hier alles mitmacht. Theo, Luke zockt. Ja, das sind eher gesagt die Leute, die jetzt am meisten am Server geholfen haben. Weil ich werde noch eine extra Plot bauen, wo ihr eure Namen dran schreiben könnt. Was haben wir denn auf der anderen Seite? Da ist, glaube ich, noch ein Bau. Nee, hier sind eben halt die Ränge. Was ihr da mit den Rängen machen könnt. Guck mal, hier ist der Gwirfa-Rang, dann. Ihr wisst eigentlich soweit Bescheid. Das sind die einzelnen Ränge, die ich beschreibe. Da sind auch noch ein paar Einzelheiten, die ich verbessern will. Ihr könnt auch noch gerne unter die Kommentare schreiben, wie gesagt. Was man da verbessern kann. Wie gesagt, für Tipps bin ich gerne offen. Das wisst ihr eigentlich auch. Und dann ist eben halt hier dieser große CityBuild-Server. Da geht es überall rum. Seht ihr die ganzen Plots. Wenn ihr auf der Karte unten links guckt, seht ihr auch ganz viele Plots, die wir einfach vorgezogen haben. Da sind auch schon viele am Merchen gewesen und siehst du, hier ist ein großes Grundstück, was da hinten geht, da hinten bauen auch welche, da ist auch einer. Die sind überall verteilt, also es nimmt Gestalt an. Hier mercht anscheinend auch einer, oder wieso ist der Weg da? Auch hier mercht noch einer, sehe ich gerade. Chaos, was haben wir denn hinten? Hier ist noch einer, der ein großes Grundstück hat. Und dann haben wir auch überall am, bevor ich über die Grundstücke noch weiter laber, überall am Rand haben wir natürlich, wie ihr seht auf der Karte, schwarze Flecke. Ihr gesagt, nicht schwarze Flecke, grüne Flecke. Zum Beispiel hier oben in der Karte, oben links. Da wird ein neues CB gebaut, das seht ihr auch schon. Da bin ich aktuell noch bei. Dann haben wir hier unten aber die einzelnen Farmwelten. Also hier geht es runter ins Nether. Es sieht auch ein bisschen, glaube ich, kaputt. Es geht. Glowstone ist noch ein bisschen da, da hat jemand, ja, ein bisschen aufgefüllt ist, aha. Ne, hier ist das Nether, denn wenn ihr weiter fliegt, wie gesagt, hier weiter längs geht, weil ihr fliegt ja nicht, taucht da ein Pfeil auf und da dran seht ihr auch, dass eben halt die Farmwelten sind. Wenn ihr hier nämlich reingeht, ist da drinnen ein Portal, auf beiden Seiten, da ist drüben auch eins und da, dann werdet ihr, wir gehen jetzt mal nicht da durch, weil ich werde nicht alles zeigen für euch, ihr könnt auch mal selber, wie gesagt, zu den Farmwelten hingehen und euch das genießen. Kommt ihr hier zu dieser Farmwelt
Und dann könnt ihr eben halt hier eure Fichtenbäume farmen. Dann haben wir hier irgendwo kleine Berge, aber die sind soweit, glaube ich, abgeholzt. Und da hinten hatten wir auch eine Schlucht. Er hat gesagt, habe ich noch eine Schlucht? Die ist aber, so wie ihr seht, leer gelootet. Komplett. Es geht einmal rum. Wir haben auch hier ein paar Minigames. So wie am Spawn ein Jump'n'Bone, wo ihr Modicoins mitverdienen könnt. Und da haben wir hier noch ein Bootsrennen. Da könnt ihr auch Modicoins verdienen. Und da haben wir hier vorne noch ein Jump in One und da kommen noch eben halt andere Survival Games hin. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auch ein Survival Game hier zu bauen, was für ein Server ist, nicht was auf eurem Plot ist, sondern hier am Rand hinter der Mauer, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Dann gebe ich euch auch gerne kreativ dafür, dass ihr da einmal, wie gesagt, ein Minigame hinbauen könnt. Hier baut nämlich auch noch einer ein Minigame, damit wir eben halt immer mehr und mehr Spiele dazu kriegen und auch immer und mehr Spieler, damit es einfach für euch eben halt mehr funnig wird und wir einfach so viel Spaß haben. Wie gesagt, ich fliege jetzt noch einmal alles ab, dass ihr auch vereinzelt auf der Karte seht, wo ich mit den Farmwelten bin, wo wir aktuell gerade stehen. Wir haben auch aktuell eine riesengroße Farmwelt, die wir ja noch bauen. Wie gesagt, die ich nicht baue, aber ein guter Kumpel, wie gesagt, PSN-Kumpel, der baut die gerade aktuell. Aber wie gesagt, da hinten ist auch noch eine Farm weg gewesen, habt ihr ja gesehen, da. Dann ist hier unten in der Ecke sind glaube ich zwei, aber die ist noch nicht auf. Also auf die Suche nach dieser Farmwelt braucht ihr euch noch nicht gehen. Ich kann ja mal so ein bisschen spoilern, ihr seht das eigentlich auch schon, dass von außen überall Bedrock ist. Weil wenn ihr reingeht, kann man sich schon vorstellen, ist hier eine riesengroße Höhle. Die ist übelst verwinkelt, soweit ich mitbekommen habe. Seht ihr einfach. Die ist komplett verwinkelt und die ist riesig. Also, und er baut hier oben noch irgendwas drauf. Also, irgendwas soll da noch raufkommen. Keine Ahnung, was das jetzt eine Burg oder was er sich da vorstellt. Keine Ahnung. Da geht es nochmal nach außen. Müsst ihr euch einfach angucken. Wie gesagt, wenn der mal offen ist, die Farmwelt, das wird nämlich noch ein paar Wochen, sag ich mal. Wochen, ja, Monate. Kann sein, dass die noch dauert, weil er nicht immer so aktiv, sag ich mal, auf dem Server ist. Er hat auch nicht so viel Zeit. Dann haben wir hier die Farmwelt, Leute. Die ist ganz schön wichtig, weil ihr hier in dieser Farmwelt könnt ihr ins End. Ich habe hier extra eine Höhle irgendwo gebaut, die natürlich, die ich jetzt nicht zeige, die ihr selber finden müsst. Und da könnt ihr eben halt, wenn ihr die gefunden habt, ins End. Und das End werde ich mehrmals zurücksetzen für euch. Damit jeder die Chance hat auf eine Hydra. Und dann kicken wir nochmal. Theo hat hier. Ja, wie gesagt, da ist auch noch eine Farmwelt. Also ihr seht überall, wo ich rumfliege. Ihr könnt ja im Auge behalten, ihr könnt ja zurückspulen. Und dann eben halt gucken, wo die Farmwelten sind. Wenn dann seht ihr es vielleicht eher. Hier ist nämlich auch noch eine. Die muss ich auch aktuell aufbauen, weil die sieht auch ziemlich leer aus. Ja, sieht sie. Nee, dann haben wir sonst eigentlich gar nichts. Wir können die einzelnen Ränge jetzt nochmal vorne durchgehen, wo ihr die kaufen könnt. Und das war's dann eigentlich auch von der Servervorstellung. Hier haben wir noch eine Farmwelt von Lordi, das ist eine kleine. Aber wir fliegen nochmal zum Dings, zum Spawn. Und dann gehen wir da nochmal zum Ende eben halt die Einzelheiten durch. Kurz. Weil wir machen erstmal hier vorne. Nehmen wir das hier und hier ist auch noch ein Minispiel. Also das Drachenei-Spiel. Das kennen, glaube ich, einige, die Griefer-Games spielen. Von daher habe ich das. Und hier unten, wenn ihr hier seid, ihr könnt auf der Karte, wie gesagt, bei mir gucken. Hier könnt ihr kostenlose Geschenke jeden Tag abholen. Da unten sind Truhen. Da werde ich dann eure Namen ranschreiben. Oder ihr geht selber runter und guckt, ob euer Name da ist. Und wenn nicht, setzt ihr da unten einfach eine Truhe hin mit eurem Namen. Das könnt ihr auch gerne machen. Dann haben wir nämlich da auch schneller, wie gesagt, haben wir da die Leute mit drinne, die alle eine Truhe haben wollen. Aber Leute, ich muss einmal kurz gucken. Ich habe letztens nämlich irgendwas kaputt gemacht hier von Glasscheiben. Keine Ahnung. Egal. So, jetzt gehen wir nochmal zu den Jump'n'One am Spawn. Ihr spawnt ja hier. Und hier ist ja die Gamezone. Hier seht ihr natürlich die Erbauer. Alles klar, Leute. Guck mal, hier fällt gerade was auf. Hier hat einer was kaputt gemacht. Hier hat einer natürlich die ganzen Rüstungsständer weggemacht. Keine Ahnung.
Ist auch nicht so schlimm, die werde ich wieder hinsetzen. Hier hat er das auch hingemacht. Hä? Fehlt denn noch irgendwas? Warte mal, Leute, bevor wir mit der Servervorstellung weiter vorgehen, gucke ich jetzt nochmal so eine. Einmal. Aber ist auch nicht so schlimm, weil das juckt mich gar nicht. Dass sie da die Rüstungsständer weggemacht haben, keine Ahnung. Wie gesagt, dann werde ich da nämlich nicht alle Namen ranschreiben, dann werde ich da eben halt. Machen wir das eben halt anders, dann schreiben wir hier die besten, wie gesagt, die stärksten Spieler auf dem Zielgebiet hin. Ich weiß gar nicht, haben wir noch einen Rüstungsständer? Weil hier. Wo ist denn der? Da. Ja, darf ich hier hinsetzen? Perfekt. Da machen wir dann wieder Rüstung und so alles ran. Wir gucken hier nochmal. Hier haben wir das Casino natürlich. Das kennt ihr aber auch. Da könnt ihr Modicoins reinwerfen. Pass auf. Ich kriege bestimmt eine Niete. Sag ich doch, eine Niete. Hier könnt ihr eben halt, wenn ihr zu viele Modicoins habt und ihr wirklich reich seid, wie gesagt, in der Gamezone hier, das gelbe große Haus oft am Spawn. Da könnt ihr reingehen, dann ist da das Casino. Hier stehen normalerweise noch ein Rüstungsständer drauf mit Game Shop. Steht eigentlich drauf, das werde ich auch noch machen. Hier waren eigentlich die Spieler, die komplett auf dem Server mitgeholfen haben. Komplett am Anfang. Aber das ist auch nicht so schlimm. Guck mal hier. Hier haben sie auch die Schilder abgerissen. Ich weiß auch, wer das war. Da habe ich aber keine Probleme mit, weil ich werde meine Internetseiten wieder da ranschreiben. Die ich natürlich habe für euch. Und eben halt die Communities auf PS4 und alles. Das werde ich alles wieder aktualisieren, Leute. Damit wir die da wieder ranschreiben. Und dann haben wir hier natürlich unsere Ränge. Drinnen in diesem Game House, sag ich mal, da sind die Ränge auch drin. Da seht ihr die Schuhe denn. Wir können mal kurz hingehen. Hier seht ihr die einzelnen Räume, müsst ihr gucken, die sind am Rand hier komplett lang gezogen. Dann seht ihr die einzelnen Ränge und wenn ihr eben halt hier rausgeht, haben wir hier in die Bühne, da werde ich bestimmt die Events mitmachen. Ist hier noch eben halt, wo du kaufen kannst. Da steht auch das Geld natürlich dran, wie teuer die sind. Guck mal, hier hat einer was abgebaut natürlich. Dass die Leute, wie gesagt, immer Spaß am Abbauen haben. Aber wie gesagt, mich stört das nicht, Leute. Das sind nur Kleinigkeiten, die jetzt da, so ein paar Schilder. Und hier sind die einzelnen Ränge. Und dann haben wir, zum Schluss noch, Leute, haben wir hier vorne. Ihr könnt ja mal ein bisschen gucken hier. Da sind die Ränge. Dann haben wir hier so eine Essensmaschine. Wenn du da in irgendein Item reinwärst, dann kriegst du hier Essen raus. Wenn du zu viele Items, sag ich mal, hast, was sehe ich, zu viel Erde. Kannst du hier hingehen, schmeißt deine Erde da einfach rein und dann kriegst du ein Item natürlich. Das muss ja natürlich so sein. Wie gesagt, und das war's, glaube ich, auch erstmal. Mehr habe ich erstmal nicht zu zeigen. Wie gesagt, wenn ihr noch etwas genauere Ausführung haben wollt, das kann ich ja dann mal in den anderen Videos noch so ein paar Einzelheiten machen. Dann stellen wir uns mal bei den Rängen hin, gucken uns mal die Systeme und so an. Das können wir ja alles gerne machen, wenn ihr das wollt. Aber wie gesagt, Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Livestream oder Video. Euer ModGTA19. Tschüssikowski.